Hey, was mache ich hier eigentlich? Puff, diesen Fuß kenne ich doch. Hey, hallo? Bis dann. Bricks Gewild, hallo? Ob wir einen Haul machen können vom Legoland? Eigentlich haben wir keine Zeit, muss ich sagen. Ja, na gut. Wir werden schauen, was sich machen lässt. Gut, Jessie. Wer war das? Die Bricks Go Wild Fangruppe hat angerufen. Sowas gibt's auch schon. Und anscheinend. Oder hat sich als diese ausgegeben vielleicht? War es auch irgendwer anderer? Auf jeden Fall sollen wir ein Haul-Video machen. Na gut. Ich wollte dich doch nur Tee trinken. Wir trinken Tee, Teezeit und die Kamera läuft rein zufälligerweise schon. Also dann lassen wir sie halt gleich laufen. Wir haben auch ganz zufällig alle Steine, die wir im Legoland gekauft haben, gerade irgendwo rund um uns griffbereit liegen. Also improvisieren wir jetzt einfach mal. Es war nicht geplant, aber herzlich willkommen zurück zu einem Legoland-Haul hier bei Bricks Go Wild. Und das wird ein ganz besonderer Legoland-Haul, Rita. Ich weiß nicht, ob du mental und nervlich dafür bereit bist. Es wird der leider letzte Legoland-Haul im Jahr 2022 werden, weil wir ja zum Saisonschlusstag am 6. November dort waren. Ja. Und damit du jetzt nicht zu weinen beginnst, würde ich sagen, ich reiche dir gleich mal was, damit wir das schnell mal überbrücken. Es war auf jeden Fall ein total cooler Tag. Schaut euch gerne unseren zweitägigen Haul an. Unseren zweitägigen Vlog. Der Haul kommt ja jetzt und hat nur einen Teil, glaube ich zumindest. Wir haben ein bisschen was eingekauft, so viel haben wir aber auch nicht übertrieben. Und wir möchten euch gerne am Beginn gleich mal die Steine aus der Fabrik zeigen, die wir dort gekauft haben, wo es schon ein wenig schwierig war, wirklich gute Teile zu bekommen. Wir haben aber trotzdem neue Teile bekommen, die wir sonst noch überhaupt nie gesehen haben. Wir haben hier diese Glaskuppeln oder auch Wahrsagerkugeln, je nachdem, wie man das sehen will. Die waren übrigens in einer Schütte drinnen, diese zwei verschiedenen. Und die haben wir gekauft, weil wir ja die Minifiguren-Serie 23 uns geholt haben. Und da gibt es ja diese Elfin mit der Glaskugel, Schneekugel, glaube ich. Und diese Glaskugel hat natürlich keine weißen Tupfer drauf, also wie eine Schneekugel halt ist, aber es ist trotzdem, da ist ja dann immer so ein Haus extra noch und dann können wir das quasi noch bauen. Ich habe auch eine dieser Glaskugeln im Betrieb, eben in der Arcade, weil so eine Wahrsager, da ist ein Monstergesicht drin und die Leute können einen Euro reinschmeißen und dann sich die Zukunft vorhersagen lassen. Dann haben wir nochmal, weil Rita hat mir die schon weggenommen, ich weiß nicht, was sie damit bauen will, aber nochmal Dark Green Mauersteine, die gab es jetzt nicht mehr in allen Farben, da waren einige schon ausverkauft. Es war übrigens so viel ausverkauft dort schon, das war absolut der Wahnsinn. Ja. Teilemäßig, ja, leider nicht mehr so viel dort, wie wir uns gerne gewünscht hätten. Dann haben wir, und die haben wir überhaupt noch nicht gesehen, ich glaube, die haben sie in irgendeiner Kiste noch wo gefunden, zwei verschiedene, drei Brick hohe Slopes dunkelgrau für einen Berg, da haben wir auch gut zugeschlagen noch, die sind jetzt zwar in der Fabrik bei 10 Euro pro 100 Gramm oder wir haben 20% noch eingelöst, dann von mir aus 8 Euro, ist nicht absolut das Allerbilligste, aber wir haben uns ein paar genommen, da die auch, speziell auch, glaube ich, diese eckigen hier immer schwerer zu bekommen sind. Und dann haben wir noch einige Blätter. Christoph wollte ja jetzt unbedingt auf einmal die neuen Palmenblätter haben. Jetzt haben wir letztes Mal, also wie wir das letzte Mal dort waren, haben wir die alten Palmenblätter extra mitgenommen, weil er ist ja ein Fan von alten Sachen. Ihr kennt es, deswegen sitze ich ja auch hier. Und seht ihr, sie sagt solche Dinge sogar selbst, also brauche ich da nicht mal drauf zu sprechen kommen. Und jetzt wollte er aber die neuen Palmenblätter auch, also ich hoffe nicht, dass sich das jetzt bei uns auch ändert. Naja, egal, das führt zu weit. Und dann meine lieben Damen, ihr könnt euch jederzeit melden, ihr wisst Bescheid, meine Telefonnummer habt ihr ja vom Diensthandy, nur wenn Rita abhebt, dann legt halt schnell auf oder fragt irgendwie, ob wir nicht ein All-Video aufnehmen können, genau. Jetzt habe ich es. Dann wer war's? Da war eine Dame am Apparat. Ja.
Naja, gut. Und dann eben noch ein paar normale Blätter in Mittelgrün und Dunkelgrün. Ja, wir gehen weiter. Wenn man die Bäume ein bisschen, ich sag mal, schicker gestaltet, dann braucht man da ganz schön viel. Und wir haben jetzt ein paar Bäume ja durch das Layout quer hindurch abgegradet und haben da teilweise doppelt oder dreimal so viele Blätter drauf getan und die sind dann irgendwie relativ schnell ausgegangen. Dann habe ich mir noch genommen, vielleicht habt ihr es auch im Video gesehen, drei verschiedene dieser großen Panelteile. Ja. Die habe ich ganz gerne für irgendwelche Container beim Hafen oder auch beim Güterbahnhof. Ich habe immer gerade Anzahlen genommen, dass ich also schöne Container bauen kann. Einmal in hellgrau, dunkelgrau und in der Mitte haben wir Dark Blue, eine Farbe, die ich auch dort in der Fabrik, jedenfalls von diesem Teil hier, noch nie gesehen habe. Wir sind auch gefragt worden, ob wir vielleicht jetzt Häuser bauen. Naja. Eigentlich nicht. Wir hätten es schon vor, aber das ist die Königsklasse. Ja. Und dann hat Rita beim Anstellen in der Schlange, vor uns war jemand, da hatten die irgendwo was zu tun und mussten, glaube ich, im Büro anrufen. Das hat sehr lange gedauert, was schlecht für mich war, denn dann hat Rita wieder was in der Fabrik gefunden. Wir haben einmal alle Hundesets gekauft und da würde ich Rita bitten, dass sie jetzt die Rassen und Hundearten hier ein wenig aufzählt. Hier hinten sind übrigens auch noch zwei. Also das sind immer in zweier Sets. Ein deutscher Schäferhund, ein Husky, ein süßer dunkelbrauner und ein süßer hellbrauner, wahrscheinlich Golden Retriever, oder? Ja. Dann so Boxer sind das, keine Ahnung. Und die anderen weiß ich schon wieder nicht, wie die heißen. Das nicht Schnauzer, so oder? Schnauzer oder so Terrier oder so sind. Genau, also wir haben einfach gesagt, einmal alle Hundesets und der Verkäufer hat sich dann ausgetan. Die sind immer in Zweiersets verpackt. Was kosten die? Ich glaube 2,49, kann das sein? Irgend sowas. Wir haben die Rechnung jetzt hier nicht bei der Hand. Ja, Christoph wollte ich schon sagen, unser kleiner Baumeister entführt gerne die Rechnungen, weil da ist ja auch das Lego-Logo drauf. Ah, hier ist die Rechnung. Und dann ist das manchmal ein bisschen problematisch. Es gibt Hundesets, die kosten 2 Euro und es gibt Hundesets, die kosten 3 Euro. Wie du das lesen könnt. Wahrscheinlich werden die kleinen, die um 2 Euro sein und die größeren kosten dann 3 Euro. Ja. Und wie gesagt, wir haben hier nochmal einen 20% Gutschein genommen, den wir noch hatten. Genau. Das war es jetzt mal aus der Fabrik. Klein und übersichtlich. Mhm. Apropos zu den Gutscheinen. Was ich auch manchmal immer vergesse, wenn wir einen einlösen, lauft nicht gleich davon, wenn ihr gezahlt habt. Ihr müsst dann immer noch die Rechnung unterschreiben, wenn ihr einen eingelöst habt. Und manchmal, keine Ahnung, glaube ich, vergessen die Verkäufer das auch schon mal gerne, dass sie das dann eben gleich sagen. Und ich habe mich manchmal schon auf den Weg gemacht in Richtung Ausgang und auf einmal so, Entschuldigung, Sie. Ja. Sie müssen nochmal kommen. Also, dass der Gutschein eingelöst wurde, müsst ihr dann kurz unterschreiben. Genau. Und dann ist das auch schon erledigt. Machen wir weiter mit unserem Einkauf im Schnäppchenzelt. Da habe ich nämlich für euch heute schon, hoppala, das ist gerade auseinandergefallen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis ich nicht mehr Schnäppchenzelt dazu sage. Wahrscheinlich noch Jahre. Ich werde es mir über den Winter zu merken versuchen. Und ich hätte hier was Schönes für euch zusammengebaut. Das ist aber jetzt wieder auseinandergefallen. Was? Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind exklusive der Bodenplatte. Die haben wir nicht von dort. Alle Teile, die wir hier im Outlet Center, wie Rita sagt, in diesen Wühlkisten gefunden haben und auch die Anzahl der Teile. Also dieses Teil hier haben wir ungefähr 10-mal, das habe ich öfter rausgezogen. Sie haben dann, wie wir rausgegangen sind, noch eine ganze Kiste Blätter reingeschmissen und da war der Andrang sehr groß drauf. Dann auch noch diverse andere Farben hier in groß und klein. Auch in braun. Also. Genau. Dann habe ich jeweils ein Zugfenster rausgeholt, einmal in blau und einmal in transparent schwarz. Das habe ich auch sehr interessant gefunden. Schön. Und dann, wie gesagt, noch ein Palmenblatt in mittelgrün, Baumstammteile, also 2x2 Round Bricks. Dann noch eine dieser, die wollte ich eigentlich gar nicht, die ist mir, glaube ich, reingefallen. Eine 3x3 Fliese in rund in weiß. Kann ich mich auch gar nicht erinnern, dass ich die genommen habe. Und auch dieses Pflanzenteil hier haben wir sehr gerne, das war 2-mal dabei. Dann noch 2 Mauersteine, einmal in weiß und einmal in braun. Ein Stück nur, das ist jetzt nicht besonders viel. 6,50 Euro für 100 Gramm ist noch immer nicht der absolute Schnäppchenpreis, wenn man es umrechnet, aber es sind Teile dabei, die man halt so schlecht bekommt. Dann liebe ich auch diese Paneele, diese Fensterpaneele, auch einmal in durchsichtig, einmal in schwarz. Und hier habe ich was ganz was Tolles für euch gebaut. Wir haben ein paar Teile in Dark Tan gefunden. Einmal 2 Bricks, zweimal, dann einmal 4 Brick und dann, und das finde ich ganz cool, dieses relativ neue Slope-Teil, welches so erstens mal relativ groß und zum Zweiten auch schief ist.
Das war jetzt auch bei diesem Eislaufplatz dabei, den wir gerade am Aufbauen sind, dem das chinesischen. Als flaches Teil schon, aber so als Brick eigentlich nicht. Ja, mehr. Total cool. Also fast so wie ein Wedgeplate eigentlich. Mhm, ist genau, aber, als Plate, ja. Weiß nicht, ob das ein Slope ist, ich glaube schon. Die Teile habe ich mir dann noch im Outlet Center genommen und ja, keine Ahnung, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube 1 Euro irgendwas. Also ist das okay gewesen in Anbetracht der Teile. Genau. Und? Ja. Noch was aus dem Outlet Center. Vielleicht habt ihr es eh im Video auch schon gesehen. Tim hat was bekommen, was eigentlich jetzt gar nichts mit Lego zu tun hat. Sie hatten jede Menge Kleidung, die jetzt nicht von Lego gebrandet war. Und leider die Badehose habe ich schon hergenommen. Dabei, glaube ich, hätten sich jetzt gerade im Winter die Leute da wahnsinnig drauf gefreut, eine Badehose zu sehen. Ja. Die ist draußen. Oder mich in Badehose, hallo ihr Damen. Aber das wäre knappig geworden. Christoph ist dünn, aber das hätte den Damen gefallen, glaube ich. Das ist so doof. Wir haben diesen Hot Wheels Pullover von Name It mitgenommen, der jetzt nicht wahnsinnig reduziert war, aber gut, ich glaube ca. 5 Euro sowas. Aber es ging mir hauptsächlich um das Auto, das drauf ist. Das ist einfach ganz eine süße Idee, weil er ist derzeit sehr auf diese Matchbox-Autos und Hot Wheels und was weiß ich was Autos. Und das gefällt ihm, glaube ich, sehr gut. Und das fühlt sich auch recht lustig an hier oben mit diesen Noppen. Auch der Pullover hat Noppen, genauso wie Lego. Also wir führen ihn schön langsam. Nicht, dass er sich nicht mehr für Lego oder Duplo interessiert, ganz und gar nicht. Aber er hat schon, wie wir gesagt haben, eine so große, die ist da hinter mir schräg, ich sehe sie nicht, eine große Hot Wheels Garage bekommen, die wir gebraucht auf Ilhaben gekauft haben. Und da spielt er wahnsinnig gern damit. Dann haben wir eben noch ein paar Hot Wheels Autos bei, ich glaube, Teddy gekauft. Die haben die dort um 1 Euro. Und ja, der junge Mann ist mehr als glücklich. Genauso wie ich mit meiner Frau Rita. Gefällt es ihm am besten, aber das ist wieder die andere Sache. Mir gefällt du am besten. dann haben wir das hier, das ist auch eine kleine Besonderheit, glaube ich. Ein Jubiläumsstein aus nicht der Fabrik, sondern den hat Rita von einem Piraten bekommen, der sie fast umgebracht hätte. Ja, also das war ganz eine komische Geschichte. Auf einmal packt mich dieser Pirat und hält mir sein Messer an die Gurgel. Aber ich konnte mich wieder befreien. Ich wollte zu Hilfe eilen, aber hatte gerade keine Hand frei, weil ich einerseits unsere Einkäufe tragen musste und zweitens natürlich gerade beim Schwenken der Kamera war und genau in die verkehrte Richtung gefilmt habe. Aber Rita, ich weiß nicht, was sie mit dem Piraten gemacht hat. Er hat sie dann freigelassen und ihr sogar noch einen so einen Stein gegeben. Sie hatten auch in der Fabrik, also in der Fabrik, wo man sieht, wie die Lego-Steine gebaut werden, auch noch diesen Halloween-Stein. Den haben wir auch bekommen, aber ich weiß nicht, wo der hingekommen ist. Den hat Tim, glaube ich, irgendwo verschustert. Verschustert. Ja. Ja, er hat ihn auf jeden Fall mal in der Hand gehabt. Deswegen tun wir so, als wüssten wir von nichts und machen weiter mit dem City Shop. Ja, es gefallen ihm leider diese Steine sehr gut, aber das ist auch nicht so schlecht, weil die sind halt sehr groß. Und wir haben bis jetzt alle wieder gefunden und sie kommen dann einmal nach Wild City und dann bekommt er sie eh nicht mehr in die Finger. Ja, die große City-Shop-Angelegenheit, ihr habt es vielleicht im Video gesehen. Nachdem es, ja, erst einmal die City-Shop-Gelegenheit und Angelegenheit, aber auch keine Minifiguren. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, als Ersatz, ja, wenn ich schon keine Minifiguren bekomme im Minifigurenladen, dann wenigstens dieses Set nochmal. Ja, ich muss zwar ganz ehrlich sagen, Freunde, 10 Euro für diese 3 Figuren finde ich relativ hochpreisig. Wir haben dann auch da, Rita hat für diese Figuren noch einen 25% Gutschein eingelöst. Übrigens, apropos Gutscheine, es waren am Abend so, als wir dann nach Hause gegangen sind, noch so viele Leute im City Shop, im Großen, die alle was Schönes, Großes noch zum Bauen kaufen wollten. Und da es nichts mehr gab oder nichts Interessantes, haben die Leute dann sogar schon ihre Gutscheine hergeschenkt. Wir haben auch noch ein, zwei gehabt, die haben wir dann auch hergeschenkt an kleine Kinder, die sich dann noch ein Set um 20% günstiger gekauft haben. Aber es war schade, weil viele Leute einfach noch was kaufen wollten und was nicht mehr da war. Rita hat sich dann diese 3 Figuren gekauft und
sie konnte nicht ohne Set nach Hause gehen und wir haben dann noch ein, zwei Sachen gefunden. Ich weiß nicht, ob wir da den absoluten Bestpreis getroffen haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber Rita war so unglücklich, dass sie noch ein bisschen zuschlagen wollte. Wir haben hier, was wir euch in die Kamera halten können. Und ich schaue nach dem Preis noch den Avengers Adventkalender. Genau. Ich bin ja ein großer Adventkalender-Fan. Oh, Avengers. Guardians of the Galaxy, Verzeihung. Oder ist das Avengers? Nein, wie komme ich jetzt auf Avengers? Guardians of the Galaxy, Verzeihung. Mir wäre es nicht mehr aufgefallen. Okay, Guardians of the Galaxy. Wir sind keine Fans, ist offensichtlich, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich besser auskennen. Aber ich glaube, diese Minifiguren mit diesem Fuchs oder was das ist und dem Groot und so weiter und so fort, sind sicher mal später auch interessant. Ich weiß auch nicht, ob es schon jemals einen Guardians of the Galaxy Adventkalender gab. Oder ob das der erste ist. Ich glaube, dass ich so einen Guardians auf jeden Fall noch nicht gesehen habe. Vielleicht gab es mal einen Avengers und das habe ich jetzt verwechselt. Ja. Der hat auf jeden Fall 21 Euro gekostet abzüglich des Gutscheins. Und das Grillhändl ist auch super. Ja, das sind so Teile, die kosten dann zum Teil auch später mal genauso viel wie der ganze Kalender. Rita ist glücklich, sie hat sich den genommen, also ist mir das egal. Und dann bin aber auch ich auf den Geschmack gekommen. Du wirst kein Grillhändl bekommen, wenn du so schlecht redest über meine Adventkalender. Ich rede ja nicht schlecht drüber. Ich sage nur, dass ich nicht so genau weiß, wir sollten uns Guardians of the Galaxy wirklich mal ansehen. Ja. Ich habe eigentlich noch vorgehabt, ein, zwei Sets zu kaufen als Art Teilespender. Ich wollte eigentlich gerne noch irgendeines der Modular Billings mit nach Hause nehmen, weil das einfach super Teile sind, die da drinnen sind. Oder auch, wie gesagt, schon die große Ritterburg noch für einen Freund. Hat es alles nicht mehr gegeben. Wir haben dann herumgesucht und herumgeschaut. Ich habe mir dann zwei, und Freunde, ihr dürft mich beglückwünschen, Star Wars Sets genommen. Ein Star Wars Set und ein Batman Set, Verzeihung. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte ein zweites Star Wars Set, das hat mir Rita dann verboten. Aber ich stand sehr hinter dem anderen Star Wars Set, also ich will ja nichts sagen. Wegen einer Minifigur, aber wir kommen gleich dazu. Richtig, also Rita Batman kommt vielleicht auch bei Star Wars langsam auf den Geschmack. Ich weiß nicht, warum ich die Serie heute so durcheinander bringe. Also das ist unser Star Wars Set, welches wir euch jetzt in die Kamera halten, nachdem wir euch den Avengers Adventkalender gezeigt haben. Ich habe mir diese Betthülle gekauft. Die war vergünstigt, die hat dann nur mehr 49 Euro gekostet. Und die haben sie aufgebaut dort in so einer Vitrine gehabt. Und ich weiß nicht, ob das Set jetzt aus dem Sortiment geht. Ich habe auch gar nicht nachgeschaut, was da der Sonderpreis oder was auch immer auf Idealo oder sonst wo Brickmerch ist. Mir haben die Teile dort drinnen wahnsinnig gut gefallen und deswegen habe ich hier zugeschlagen. Das erinnert mich so an meine Kindheit. Übelst. Kennt ihr das auch noch? Da hat es manchmal so Stickeralben und so weiter gegeben, wo man quasi so eine Lupe oder was auch immer brauchte, damit man den Text lesen kann, so eine rote. Und im Endeffekt konnte man es eigentlich sowieso lesen, auch ohne der Lupe. Ich finde das auch cool. Ja, ja, mir hat das auch gefallen. Und ich weiß nicht, ob wir die Teile so aufbauen oder das Set, wie es hier steht. Mir hat auf jeden Fall einfach diese ganze, dieser Übergang, und das ist das Duell mit Riddler. Auch die Figuren sind ganz cool. Und zu Batman kommt übrigens demnächst noch mehr, weil wir haben ja auch dieses Batmobil aus dem Lego Batman Movie. Das werden wir euch demnächst mal zeigen. Und ich habe mir gedacht, für einen Fuffi kann man da eigentlich nichts falsch machen. Da geht dann, wenn das im Lego City Shop oder auch anderswo im Legoland vergünstigt ist, leider kein Gutschein mehr. Also da kann man gerne einen 25 oder 20% Gutschein hinhalten. Sie sagen dann nein, wenn das jetzt schon vergünstigt ist, dann geht das nicht mehr. Der Computer sagt nein. Und jetzt haben wir hier meine neue Liebe. Ich fürchte ja, und viele von euch fragen uns und ihr fragt euch, warum wir keine Star Wars Sets haben, wo ich meines Zeichens Christoph von Bricks Go Wild ja eigentlich ein Star Wars Fan bin. Er kennt sich nicht wahnsinnig gut aus, aber er ist ein großer Fan. Ja, speziell, ich bin aufgewachsen mit den Prequels, also es ist auch, steinigt mich bitte, meine Lieblingsepisode ist, Rita, weißt du es?
Episode 1. Ja? Und da werden jetzt viele vielleicht auf deabonnieren klicken, was verständlich ist. Aber das war der erste Star Wars Film, den ich so als 9-10-Jähriger gesehen habe. Und auch wenn ich ihn mir jetzt in Kombination mit den anderen wieder anschaue, finde ich den Teil 1 einfach total interessant, wie man da sieht, wie sich das mit Anakin und dem ganzen ja, Brimborium, nennen wir es mal so, so entwickelt, hat sich irgendwie so in mein Herz eingebrannt. Und wir haben immer gesagt, wir kaufen keine Lego Star Wars Sets oder nicht so viele, weil ich sonst nicht mehr aufhören kann damit. Und jetzt hat mich Rita im City Shop fast dazu genötigt und verführen tut sie mich sonst natürlich auch immer. Aber sie hat mich dazu verführt und genötigt, hier diese Müllpresse zu kaufen. Ist da sogar der kleine blau-weiße dabei, weil der hinten auf der Schachtel drauf ist? Welcher blau-weiße? Der R2-D2? Ja. Der ist auch dabei, wenn ich das richtig sehe. Ist der dabei? Hinten ist er drauf. Ja, der ist hinten auf der Rückseite. Ihr kennt das jetzt vielleicht, das ist jetzt nichts Neues. Wir möchten es euch dennoch präsentieren. Es hat einen Preis dort gehabt dann von 65 Euro. Ich weiß und auch nicht, ob das ein Bestpreis ist. Und Rita ist auf jeden Fall ganz verrückt nach C3PO. Und mir gefallen diese drei Display-Sets. Ich wollte eigentlich auch das Dagobah-Set und diese Geschichte mit dem Trench Run, glaube ich, war das, vom Todesstern. Ich weiß noch nicht, ob ich das aufbauen darf. Ich habe mir aber schon gedacht, wenn wir im Vergnügungspark dort auf dem neuen Tisch eben die Figuren sind mega cool, eine kleine Star Wars-Ecke machen, dann wäre doch das ein cooles Display, wo sich Leute davor fotografieren können oder sowas. Also das ist meiner Meinung nach nicht nur für die Vitrine, sondern auch eigentlich ganz super geeignet für eine Lego-Stadt wie die unsere mit einem Vergnügungspark. Sehr cool. Ja. Ich wusste auch nicht, dass es da dann, wie das ist ja auch, wie sie es jetzt bei dem neuen Harry Potter Zug gemacht haben, ein bisschen runtergenommen, dass da immer dann so Zitate aus dem Film drauf sind. Interessant. Ja. Sehr cool und mir hat das Set irgendwie auch gefallen, es war dann dort auch vergünstigt und wir haben dann zugeschlagen und ich bin jedenfalls momentan glücklich. So, Rita, Tee ausgetrunken, jetzt kommt dann bald Kaffee. Wir haben dann noch ein Set, welches wir euch zeigen können, das jetzt nicht aus dem Legoland ist, weil es auch dort schon ausverkauft war. Es gab es aber mal im Legoland. Es ist auch jetzt kein exklusives Set oder eigentlich spezielles Set. Wir haben das bei dieser Mediamarkt 19% Aktion gekauft. Und ich wollte das Set schon ewig haben und wer hat immer gesagt, das kaufen wir nicht. Das habt ihr schon gesehen, Verzeihung. Es ist ein Disney-Set und zwar ein Ritterburgen-Set von Mickey Mouse. Und ich darf euch sagen, wir haben das Set sogar zweimal gekauft. Es hat einen Listenpreis, ich glaube, von 50 Euro. Bei Mediamarkt dann noch ziemlich genau 30 Euro. Und Rita, sag uns mal den Grund, warum du das Set unbedingt wolltest. Da werden jetzt alle überrascht sein. Weil es ein Disney-Set ist von Lego. Mhm. Der nächste Grund ist dann, weil es von Lego und Disney ist. Ja. Der übernächste Grund ist dann, dass die Figuren so süß sind. Figuren, ja, richtig. Der letzte Grund war übrigens wieder, weil es ich gezahlt habe, natürlich. Richtig. Also jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt hier jetzt, was haben wir heute für ein Datum? Irgendwann Mitte November, keine Ahnung, haben wir hier jetzt den Fall, dass diese Figuren, diese vier, die hier dabei sind, ich glaube, hier seht ihr sie sogar besser, Minnie und Mickey und Donald und Daisy, alle vier samt im Mittelalterkostüm, dass die vier Figuren auf Bricklink mehr wert sind als das gesamte Set. Also die sind so, jedenfalls als ich letztens reingeschaut habe, waren die alle so bei zwischen 8 und 9 Euro. Das heißt, wir sind da eigentlich dann schon im Plus, wenn man das rechnet. Dann noch ein Pferdchen dazu. Die Burg finde ich jetzt nicht obergeil, aber sie sieht eigentlich so ganz nett aus. Es sind auch noch Kürbisse dabei, Trinkkelche, Karotte, genau, Schlüssel, eine Schatztruhe und auch so ein Drache sogar. Es ist ein 4-Plus-Set. Wir haben es zweimal gekauft, weil wir es einmal unserem Neffen, der hoffentlich jetzt nicht zusieht, wenn ja, dann schalt bitte aus, einmal zu Weihnachten schenken und einmal behalten wir es selbst für Rita, damit wir
die Figuren. Vielleicht stellen wir die sogar irgendwo in den Vergnügungspark. Seht, das ist irgendwie das Highlight. Und das haben wir nämlich mehr oder weniger ins Legoland schicken lassen. Nein, das geht nicht. Aber wir haben es, weil wir ja keine deutsche Adresse haben, sondern nur eine österreichische und Mediamarkt Deutschland nicht nach Österreich liefert, haben wir das wohin schicken lassen und dann dort beim Legoland in Empfang genommen. Geholt. Weißt du, das wäre auch keine schlechte Idee. Ich möchte ja schon lange Zeit mal die Drachenachterbahn ausbauen. Da haben wir ja mal im Legoland die Drachenachterbahn gekauft. Vielleicht auch mit diesem Set. Die bei diesem großen Set um 100 Euro genau. dabei war. Ja, die steht bei uns ziemlich nackt rum. Also, seht ihr richtig, wie ich schaue, wenn ich dieses Wort in den Mund nehme. Ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist. Sonst ich macht nur, ob es ihm immer nichts. Bei Lego-Sets wäre es auf einmal schlecht. Naja. Ihr habt alles gesehen, meine Lieben. Das war's, der Haul, der finale Haul aus dem Jahr 2022. Natürlich nur vom Legoland. Ich glaube, wir werden demnächst wieder mal Steine bei Bricklink kaufen, denn da brauchen wir auch wieder was. Ja. Es war sehr übersichtlich und überschaubar, da sie viele Sachen nicht mehr hatten. Andererseits auch ein wenig chaotisch, da viele leere Schütten und die Schütten auch teilweise sehr durcheinander waren. Also es war teilweise wirklich schwierig, dass man keine falschen Teile mit nach Hause genommen hat. Dafür war es der netteste Tag überhaupt, weil wir noch nie so viel mit euch geredet haben. Also alle, die wir getroffen haben, erstmal so viele und so lange Gespräche, was super nett war. Das hat das Ganze wieder aufgewogen, dass es leider einkaufstechnisch wirklich nicht so ideal war. Und der City-Shop war so leer, die Fabrik war so leer teilweise. Ja, also leer an Lego und voll mit Leuten, die alle was gesucht haben. Und es war auch fahrtechnisch nicht so ideal, weil teilweise die Attraktionen wegen des kalten Wetters geschlossen waren. Und dann, wenn sie offen waren, war die Wartezeit bei der Drachenachterbahn teilweise über eine Stunde. Da sind wir weniger gefahren, aber wir hatten trotzdem einen sehr, sehr schönen Tag. Und abschließend, glaube ich, kann man das Legoland nur als Erfolg sehen, jedenfalls aus unserer Warte. Und wir haben dort sehr, sehr schöne Sachen eingekauft dieses Jahr, werden jetzt der Reihe nach mal alles sortieren und alles in Wild City aufbauen und dann gibt es sicher wieder mal ein Update. Also diese Mickey Mouse Figuren und alles andere, was wir hier jetzt in die Kamera gehalten haben, das seht ihr auf jeden Fall demnächst mal wieder bei uns auf dem Kanal, wenn ihr wollt. Na, hoffentlich, ist ja ganz klar. Ja, ich werde mich jetzt dann bald mal ranmachen, das aufzubauen. Auf jeden Fall hätte ich Lust drauf, mal schauen, ob die Männer mich lassen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Bei einem Stadtupdate hoffentlich oder bei einem Review zu einem Set. Den Avenger-Kalender zum Beispiel. Zum Beispiel, Nein, wer weiß. Bricks Go Wild, hallo? Ja, das sind wir. Ja? Was willst du sehen? Das Bettmobil. Du schaust gerade unser aktuelles Video. Aha. Ja, das ist der Legoland Hall, da hast du vollkommen recht. Warum wir das Bettmobil noch nicht gezeigt haben? Ja, weil es noch nicht fertig aufgebaut war. Es muss als nächstes kommen. Na gut. Ja, wir werden unser Bestes geben. Was ist, wenn es nicht kommt? Ah, dann deabonnierst du uns. Okay. Gut zu wissen. Ja, wenn wir Zeit haben, nehmen wir es auf. Kein Problem. Aufgelegt. Seht ihr, so sind die Leute zum Teil. Ich glaube, wir schalten das Dienst. Vielleicht kommt demnächst auch mal das Review zu diesem großen Bettmobil, nachdem Leute wirklich bei uns anrufen und danach fragen. Ansonsten, glaube ich, haben wir genug zu tun. Hoffentlich ja auch. Schreibt uns gerne noch in die Kommentare, wenn ihr was gesehen habt, was wir übersehen haben. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst mal wieder, entweder im Legoland im nächsten Frühling, wobei das dauert uns zu lange. Hoffentlich früher auch mal in einem Video oder bei einem Livestream oder in Wild City. Sehr gerne. Also macht es gut, baut auch ihr was Schönes, holt euch noch dieses super Set, falls ihr es noch nicht habt. Es ist grandios. Grandios. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ruft schon wieder jemand an. Aber jetzt, wir schalten es aus. Hallo? Ja.